Nachdem wir jetzt gehört haben, um welches Gesetz und um welchen Fall es sich handelt, ist es sicherlich noch ganz interessant, vor der Deklamation zu hören, wie sich das Ganze in das rhetorische System einordnen lässt. Und das heißt hier vor allem, wie es sich hinsichtlich der sogenannten Statuslehre einordnen lässt. Die antike Rhetorik hat dem Redner ja in der Statuslehre eine Systematik gegeben, mit der er sowohl eine Standortbestimmung seines Falles durchführen kann, als auch die Argumente für diesen Fall sogleich sammeln kann. In der Statuslehre unterscheiden sich jetzt zunächst mal zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist der, der sich lediglich mit der Argumentation befasst, die direkt aus dem Fall gezogen werden kann. Und der andere Bereich ist der, der sich nicht mit der Argumentation aus dem Fall direkt, sondern mit der Interpretation von juristischen Texten befasst. Das heißt vor allem mit Gesetzen, mit Verträgen, mit Testamenten beispielsweise. Und um einen solchen Fall, der maßgeblich von der Interpretation eines Normtextes bestimmt ist, soll es jetzt auch im Folgenden gehen. Dabei ist der größte Bereich in der Statuslehre aus diesem Unterbereich der des sogenannten Scriptum et Sententia, also Wortlaut und Absicht. Das heißt, dass sich die eine Seite in diesem Fall ganz klar auf den Wortlaut eines Textes beruft, während hingegen die gegnerische Seite eine Sententia, eine Absicht hinter dem Text unterstellt und mit dieser interpretiert und versucht, den Fall für sich und ihre Seite zu entscheiden. Und genau in diesem Bereich lässt sich also auch der Fall von Holzbein jetzt einordnen. Die heutige Juristen ist es natürlich ganz geläufig, diese Art von Argumentation, dass man im Text danach der eine sich darauf beruht, was dasteht und der andere, was der Verfasser eigentlich gemeint hat und wie man ihn darum interpretieren muss. Das ist also eine, aber es ist nur eine der verschiedenen Formen, wie über Texte debattiert werden kann in der antiken Rhetorik, der am häufigsten vorkommende, der auch rhetorisch am besten erschlossen ist durch eine besonders reiche Topic, die wir gar nicht heute ausschöpfen. Wobei man sagen muss, dass gleichwohl die Statuslehre einen enormen Einfluss auch auf die moderne juristische Gesetzgebung und Gesetzesschaffung gehabt hat, man andersrum jetzt nicht das moderne Gesetz ansetzen darf, wenn man die Deklamationen hört. Oder anders gesagt, man sich nicht mit dem BGB daneben setzen kann und prüfen kann, ob das jetzt stimmt, was da gesagt wird, weil auch in der Deklamation eben mehr aus mit gesellschaftlichen Argumenten, mit moralischen Argumenten und so weiter argumentiert wird und nicht mit juristischen Normen, die dahinter stehen, vor allem nicht modernen Normen aller BGB. Also klar ist doch jedenfalls die eine Seite, das bin ich für Holzbein, ich bin für das Skriptum natürlich, für den Wortlaut, und sie ist für den Sinn des Ganzen, a sententia, sententia noch so. Rheton kai dianoia, sagt man im Griechischen auch. Voluntas gibt es auch, Scriptum et Voluntas ist auch ein häufiger Name für das. Aber jedenfalls eine Denkform, mit der heute Juristen immer noch arbeiten.